Nee, Leute, ich bin ja nicht verrückt geworden. Also, hey ho, ich mache mich jetzt hier vom Acker so ganz allmählich. Ihr seht schon da hinten das Giftspinnengehüpfel, Lava, und ich bin auch gerade hier von oben angesprungen worden und kann auch nichts mehr mitnehmen. Ich mache mich jetzt zurück, ich bin nicht verrückt. Ich habe die Taschen voll, sag ich euch. Ich habe die Taschen voll mit allem, was ihr euch. Also nicht nur Kohle, Silber, Redstone ohne Ende. Ich glaube, zwei Stacks Redstone und Lapis Lazuli. Und haltet euch fest. Und drückt mir vor allem die Daumen, dass ich den Rückweg schaffe. Deswegen schalte ich euch jetzt mal zu, weil es jetzt spannend wird. Es geht um die Wurst. Beziehungsweise um den Diamanten. Vier Stück an der Zahl. Vier Stück habe ich gefunden auf einen Haufen. Hier habe ich beim letzten Mal aufgehört, diesen Weg zu graben. Daraus ist eine ganze Insel geworden. Da habe ich mich da hinten durchgemacht. Hier hängt noch ganz viel Zeug. Ich kann jetzt eh nichts mehr mitnehmen. Ist alles voll. Das Gold lasse ich auch liegen, weil das würde runterfallen. Oh, ein Slime, ein Slime, ein Slime. Hau ab. Ich bin jetzt sehr gestresst. Habe echt Schiss, dass ich meine Diamanten verliere. Wenigstens bis nach oben muss ich es schaffen. Ich renne einfach durch, ja. Also einfach ohne wackeln. Weil gerade hätte mich wirklich ein Creeper fast erwischt. Der ist in die Lava gesprungen, zum Glück. Und so konnte ich jetzt weiterspielen. Sonst wäre alles verloren gewesen wahrscheinlich, ne? Wäre ich draufgegangen, wäre wahrscheinlich mein Inventar in diesen Lavasee unter mir gefallen. So, ich bin fast wieder oben. Oft werde ich hier auch noch überrascht. Von irgendwelchen üblen Gesellen. So, und ich hoffe, dass ich jetzt in Sicherheit bin. Und werde das Zeug jetzt erstmal hier lagern, damit ich das los bin. Vier Stück, dann 47 Lapis. Redstone ohne Ende. Zack. Auch Gold und Silber und ach nee, alles, ne? Draußen ist es, glaube ich, noch dunkel. Ja. Lohnt sich jetzt auch der Rückweg nicht nach Hause. Lieber nochmal checken. Ich habe so viel gebuddelt, dass ich sogar vergessen hatte zu essen. Also komplett, bis ich dann plötzlich verletzt wurde. Mich gewundert habe, was ist denn jetzt los, ne? Also so weit habe ich es noch nie auf die Spitze getrieben, dass ich dann wirklich überhaupt nichts mehr im Magen habe, ne? Okay, ich muss mich ein bisschen sammeln. Ach, das Zeug habe ich ja noch alles, habe ich noch alles dabei. Was praktisch wäre noch eine Schaufel und vor allem noch mehr Geröll und Erde. Habe ich sowas hier? Leider kein Geröll, aber natürlich Erde. Erde, das ist natürlich sehr gut. Doch, ein bisschen Geröll habe ich doch noch. Schön, weil das ist äußerst praktisch. Weil man damit Lavaseen zukippen kann. Zum Beispiel meine Diamanten, die habe ich alle unter einem Lavasee gefunden. Den habe ich einfach zugekippt mit Geröll und Dreck. Und den dann wieder aufgegraben. Dafür brauche ich jetzt auch mal noch eine Schaufel. Geht ja schneller. Und so bin ich dann an die Diamanten gekommen. Ja, waren unter der Lava begraben. Ja, ich muss wieder runter, weil mich zieht das jetzt, also die Diamanten da unten, das ist sehr verlockend gewesen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich vielleicht noch ein bisschen Glück habe und jetzt auch noch mehr finde. Auf jeden Fall ist es hier ziemlich spannend gerade gewesen, weil ich da jetzt noch diesen Minenbereich entdeckt habe. Das wollte ich euch dann nicht so vorenthalten, denn da geht es ja doch ziemlich zur Sache. Ich muss mal eben. Ah ja. Hier geht's noch lang. Da unten könnte ich vielleicht auch mal aufgraben. So, genau. Hier war der große See und da musste ich hier abbiegen. Also wo ich mich hier auch lang gegraben habe, ne? Das ist. Hier, das war alles Lava, ne?
Hier drunter ist, glaube ich, noch Lava. Ja. Gut, dann soll sie da auch mal schön bleiben. So, und die Diamanten lagen da unten neben dem Bedrock. Diamanten liegen ja nur bis 16 Höhe. Stimmt das? Nee, ich glaube sogar nur bis 12, ne? Irgendwie, jedenfalls sehr... Nee, bis 16. So. Jedenfalls sehr tief, ne? Und jetzt haben wir hier wenigstens auch schon mal Obsidian. Ja, das können wir uns dann... Das können wir uns dann holen für unseren Nether Gate. Das scheint auch genug zu sein. 10 Stück brauchen wir. So, und jetzt mache ich hier erstmal auch den Weg so ein bisschen besser, damit wir hier auch durchkommen, falls wir flüchten müssen. Und es ist hier noch, deswegen rede ich auch total leise, es ist hier noch total ungesichert. Ja. Lapis Lazuli. Also da brauchen wir überhaupt keine... Ich habe immer gedacht, man müsste für Lapis auch so eine Silberhacke haben, aber braucht man gar nicht. Es geht wunderbar mit der Steinhacke. So. Toll, das ist auch viel mehr, das Lapis. Das fand man ja früher nie. So, hier war auch vorhin ein Creeper-Angriff. Also hier kommt die noch von irgendwo, von oben, ne? Vielleicht noch ein paar Fackeln, ne? So, da hinten ist ein Spinnennest. Versuch mal da an die Quelle zu kommen, damit ich den Wasserlauf stilllegen kann. Ja, das war doch ein Volltreffer. Das war doch ein Volltreffer. Hier turnte doch vorhin Spinne rum. Von oben. Kohle ohne Ende, ne? Wo sind die hin? Das möchte ich gerne mal wissen. Wo ist die denn hin dann? Das glaube ich ja wohl nicht. Also um zu erinnern, was ist jetzt hier, falls ihr ein paar Folgen übersprungen habt, das ist jetzt nicht hier in der Höhle oder in der Mine, die wir entdeckt haben, vor unserem Haus, sondern es ist jetzt hier in dem Zipfelberg, in der ersten Höhle, die wir in dieser Serie überhaupt erkundet haben. Da liegt noch ein Stein von mir rum. Kann ich nicht haben, wenn der da so liegen bleibt. Der fühlt sich hinterher einsam und kriegt Depressionen. Und deprimierte Steine, die möchte ich nicht verbauen. So, was ist denn das da unten noch, ey? Das ist ja auch noch so richtig kolossal. Oh, 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 Backe, oh, Backe, oh, Backe, wo renne ich denn jetzt hier? Ey, was ist denn das hier für eine Höhle, meine Güte, nochmal? Oh, nein, jetzt schreib ich, ja. Das ist hier Stress pur. Guckt euch mal diese Lava-Seen an, ja, die kriege ich natürlich wirklich nicht zugekippt. Der sieht ja hier interessant aus, ne? Und was ist mit dem da hinten? Was ist denn hier noch? Versuch mal da durchzukommen. Mal halt immer ein bisschen buddeln, weil dann kann da ja immer mal. Da mache ich mal zu, damit da nichts runterplumpst. Also ich kann mich hier wirklich total einschließen. So. Ja, hier kann man einfach mal ein bisschen rumbuddeln. Mal gucken. Vielleicht hat man ja jetzt Glück. Und man stößt auf Diamant. Sind wir tief genug? Das zeige ich euch jetzt nicht. Aber wir sind tief genug, definitiv. Dann seht ihr nämlich den Seed. Aber wir haben ja leider immer noch nicht alles erkundet. Da hinten seht ihr das Wasser da hinten. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn? Wie kommen wir denn da hin? Ach du meine Güte. Ey, komm, Leute, hier muss ja noch ein bisschen Diamant rumliegen. Ich meine, 4 Stücke reichen mir natürlich schon mal erstmal. Ne? 4 Stücke, das sind genau eine Pick.
Pickaxe hier, so eine Picke. Wie heißt das nochmal? Eine Hacke halt. Ne? Eine Pickhacke. So. Und ein Enhancement Table. Das ist ja, sind ja genau die Sachen, die ich ja machen wollte. Nichtsdestotrotz habe ich ja die Hoffnung, hier vielleicht doch noch das ein oder andere wertvolle Geschmeide mitnehmen zu können. Huch. Da! Ja! Oh! Hihi, wer sucht, der findet. Ah. Das wertvolle Geschmeide. Ja. Ja. Okay, es ist gefährlich. Da unten ist auch noch. Da sind wir noch nicht übermütig werden, ne, weil wir müssen jetzt erstmal hier richtig schön. So. Boah. Also es lohnt sich tief unten. Oh. Jetzt kriege ich ja hier ein Horn, du. Jetzt flipp ich gleich aus. Ja, es lohnt sich völlig, neben der Lava zu buddeln. Ja, das ist unglaublich. Ich lasse das immer hängen bis zum letzten Schluss. Könnte ja auch noch überfallen werden. So, jetzt möchte ich hier nochmal um die Ecke gucken. Okay, wegen dem Redstone da hinten, da muss ich mich jetzt nicht irgendwie ins Zeug legen, weil da kommt was. Ja, aber hallo. Komm, du blödes Viech. Wegen Redstone möchte ich mich nicht so ins Zeug legen. Da habe ich jetzt wirklich schon so viel. Ja, super. Jetzt schubst du mich noch in eine Lava. Genau wegen solcher Momente nehme ich den Diamant nicht mit. Ich genau weiß, dass ich jetzt. Ey, wo ist der Kerl? Wo ist der hin? Jetzt in die Lava, das ist natürlich jetzt auch total gefährlich, wenn ich jetzt hier ins Wasser falle. Was mache ich denn dann? Aha. So, kann ich den schon kaputt machen da? Nee. Also baue ich mir eine Brücke darüber. Wo ist der denn hin? Ist der vielleicht wirklich in die. Nee, da hätte ich ja die Knochen knicken, klackern hören, ne? Mal ein bisschen Licht machen, das ist schon ganz gut. Jetzt höre ich ihn wieder springen. Du blödes Skelett, wenn du mich angreifst. Da oben steht ein Enderman. Ich glaube, ich werde hier nicht mehr. Also, vor allem nicht ins Wasser fallen, dann wird die Lava getrieben. Ja, super. Ach du Herrjemini, mein Gott. Kann man hier nicht ein bisschen. Ah, da ist mein Diamant, ey. Leute, der gehört mir. Wo ist denn dieses Mistvieh? Na komm. Ich muss mich kurz organisieren. Das ist hier alles sonst nichts. Boah. Ich krieg dich. Über uns ist übrigens Wasser, sonst würde es nicht ein Feld durchtropfen. Es ist nur ein Feld. Wenn ich das wegschlage, kommt hier Wasser durch.
Ja, wo ist er denn jetzt? Ach, da geht es ja noch weiter. Guck dir das mal einer. Oh, nee. So, aber hier hinter hat er sich ja verschanzt, oder nicht? Ich höre ihn springen, ich höre ihn springen. Da. Hahaha. Okay. Unglaublich hier. Ja, wirklich unglaublich hier. Aber ich hoffe mal, das ist jetzt hier eigentlich, das ist jetzt hier okay, ich hoffe es jedenfalls. Ja. Wenn ich hier aufgrabe, finde ich bestimmt noch ganz viele Diamanten. Und vor allem haben wir hier Obsidian ohne Ende. Das ist ja wunderschön. Das freut mich natürlich ungemein. Da kommt schon wieder was. Ich höre was plätschern. Vielleicht ist es ja nur ein Enderman. Die raffen sowieso nichts. Der war da oben, ne? Das wäre jetzt natürlich noch die Krönung, wenn ich dem seine Perle abluchsen könnte, beziehungsweise sein Auge erstmal. Die Perle muss ich dann ja craften mit so einem komischen Zeug aus dem Nether. Ja. Mal aufpassen, dass hier, ja, kommt das Wasser gleich durch. Mist, komme ich jetzt so nicht rum. Aber da kann ich mir ja noch ein paar Brücken bauen. Wenn ich den könnte. Da war doch was. Ich hab den. Oh. Der sitzt jetzt hier um die Ecke. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Ne? Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Überall Lava. Ja, ein bisschen heilen lassen. Komm, mit einem Schlag müsste ich die noch kriegen. Wo ist er denn hin? Der müsste wieder um die Ecke sein hier. Da stehst du. Na gut. Okay, vielleicht ist oben ja ein Spawner, ne? Das ist jetzt so Skelette runterfallen die ganze Zeit, also... Das finde ich natürlich etwas beunruhigend. Da, schon wieder. Da! Oh! Da ist einer immer in der Lava gefallen. Oh nein! Ja, das hat mir auch noch gefehlt, so ein Geräusch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Weil das finde ich toll da oben. So. Ob das wirklich toll ist, wird sich gleich zeigen. Jetzt bin ich allerdings wahrscheinlich auch schon zu hoch für Diamanten. Ich glaube, hört noch den Enderman. Und den Zombie sowieso. Aber. Na komm, lass ich mal blicken. Da, ja, du. Komm. Ja, super. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Mann. Gib mir doch gerade die Waffe kaputt. Enderman, der da so. Okay. Die Geräusche, die klingen immer so komisch. Ich kenn die noch alle nicht so. Da ist er doch. Ja, da ist er. Hell machen erstmal hier. Ja, ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Hallo. Gut. Nein. Du. Komm
schon wieder von oben runtergefallen. Da. Da oben raus. Hab ich genau gesehen. Da ist bestimmt wieder ein Spawner. Oh Mann. Ich hab nichts gemacht. Ich hab dich nicht angeguckt. Nein, nein. Mit dem Bogen kann man die nicht beschießen, ne? Da machen die irgendwie, dann teleportieren die sich direkt weg. Ah. Wo ist denn jetzt wieder auch der blöde Zombie? Immer diese Viecher ringsherum. Das ist das Problem dabei. Man ist mit den Endermen nie alleine. Oh Mann. Okay, hier ist er. Da kommt noch überall, kann da noch was. Oh nein, nee, nee. Was ist das denn da hinten? Noch ein schwarzes Loch und noch tiefer runter und ach. So, du Heini. Boah, hier geht's auch noch überall lang. Und ich meine, ich habe sogar noch einen Enderman gehört. Mal Licht. Licht machen hier so. Oh! Da stehen direkt zwei. Ja, komm. Oh, der war etwas geschickter. Komm, nochmal um die Ecke gucken. Guck mal um die Ecke. Dann bringe ich dich um die Ecke. Oh. Okay. Ha, sogar noch die Punkte eingesammelt. Das ist mein Tag heute. Na, kommst du mal gucken, wie ich kämpfe? Ja, kannst du auch hautnah, kannst du das mal erleben, du Blödmann. Jetzt komm, nun komm wenigstens, kämpf mit mir. Aber hat nichts gedacht. Doch. Hurra! Die erste Perle. Nein, das erste Auge. Die Perle ist es noch nicht. Das bedeutet aber, wir haben wieder etwas extrem Wertvolles in unserem Gepäck. Und sollten jetzt wirklich tunlichst sehen, dass wir hier mal wieder Land gewinnen. Und nach Hause kommen. Wie war das nochmal? Oh, unten höre ich schon wieder. Hier müssen wir runter, ne? Hier ist irgendwie alles kaputt gegangen. Warum denn bloß? So, hier ist meine Brückenkonstruktion. Da hat irgendwas geplätschert da hinten, ne? Gut, was ich jetzt mache, ist, ich schnapp mir jetzt, so schnell es geht, die Diamanten. Ha! Okay. Ich glaube, den habe ich, ne? Ah, einen habe ich verloren. Ah, schade. Ja, okay, aber das ist nun mal jetzt so. Wichtiger ist, dass wir hier irgendwie wieder rausfinden. Jo, ich hab's. Ich hab's. Ja, und dann sind wir wieder da, wo das Video losgegangen ist. Auf einem hektischen Weg zurück, wo ich mich dann doch hoffnungslos verlaufe. Ach nee. Doch hier runter, ja. Da wieder rauf. Das mit dem Enderman, das war jetzt noch die Krönung, finde ich. Und jetzt möchte ich gerne noch heil nach oben kommen. Hopp. Das ist aber noch nicht gesagt. Ich bin erst in Sicherheit, wenn ich oben bin. Das werde ich euch noch miterleben lassen, ob ich es schaffe. Ha.
Und dann denke ich mal, war das eine ganz erfolgreiche und actionreiche Spontanfolge. Und die Buddelaktion kann ich sowieso jetzt auch wieder ein bisschen sein lassen. Ich habe so viel jetzt wieder zusammengesammelt, dass ich eigentlich dann auch weitermachen kann draußen. Klar, das Enderauge müssen wir uns erstmal schön in Sicherheit irgendwo hinlegen. So, hier scheint alles okay zu sein. Draußen ist natürlich wieder Nacht, aber das macht jetzt nichts. Boah, dann haben wir hier Zeug gefunden. Super, super, super. Okay, Nacht ist draußen. Gut. Ja, okay, dann nächste Folge machen wir dann wieder irgendwie was anderes und sehen dann mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.